Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um den sogenannten Truckstop-Killer. Ich habe mir übrigens auch überlegt, viele von euch schreiben immer, sie schauen meine Videos gar nicht unbedingt die ganze Zeit an, sondern lassen das im Hintergrund eher so laufen, zum Beispiel wenn sie putzen oder so. Und ich mache das immer so, dass ich mir hier Notizen mache auf meinem Handy und mich dann so ein bisschen daran orientiere. Aber ich habe mir dann auch mal überlegt, ich könnte mal längere Videos machen, aber werde dann auch etwas mehr ablesen. Also das ein bisschen mehr so als Hörbuch-Style auch so zu machen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, weil viele sagen dann auch immer, sie wünschen sich eher längere Videos. Aber das ist dann eben auch wirklich schwer, sich so viel Inhalt immer zu merken. Und deswegen dachte ich mir, wieso lese ich es nicht auch einfach mal so ein bisschen vor zwischendurch. Und ja, vielleicht gefällt euch das ja. Sommer 1985. Die 15-jährige Vanessa aus New York City war mit ihrem damals 21-jährigen Freund von ihrem Zuhause abgehauen. Dort hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Streit und emotionale Gewalt gegeben. Und nun wollte sie mit ihrer neuen Liebe gemeinsam durchbrennen und ein neues Leben anfangen. Die erste Nacht verbrachten die beiden in einer Scheune. Es war kalt und der Wind pfiff durch das dünne Holz. Bei Tageseinbruch stellten sie sich an die Straße und wurden von einem Truckfahrer mitgenommen. Der Fahrer ließ Vanessa und ihren Freund hinten im Fahrerhaus schlafen. Als Vanessa aufwachte, stand das Fahrzeug auf einem Seitenstreifen und der Mann hatte seine Hand unten an ihrer Hose. Sie wand sich aus seinem Griff und tat so, als wäre das gerade nicht passiert. Ihr Freund hatte von dem Vorfall scheinbar nichts mitbekommen und schien zu schlafen. Nachdem sie weiterfuhren und der fremde Mann dann an einer Tankstelle hielt, liefen Vanessa und ihr Freund davon. Ein bitterer Vorgeschmack von dem, was beim Trampen alles passieren kann. Nach 6 Wochen, als die beiden irgendwo mitten in Arizona waren, hatten sie einen heftigen Streit. Danach stiegen sie getrennt in verschiedene Fahrzeuge ein. Von nun an war Vanessa auf sich alleine gestellt und alles, was ihr blieb, waren 60 US-Dollar. Sie hatte schon häufiger von weiblichen Teenagern in ihrem Alter gehört, die beim Trampen ums Leben gekommen waren, weil sie bei den falschen Männern eingestiegen waren. Erst vor kurzem war in Pennsylvania ein totes Mädchen in einem Container bei einer Autoraststätte gefunden worden. Ihr war bewusst, dass auch sie Opfer werden konnte, aber sah keine andere Möglichkeit, als alleine zu trampen und ihre Route durch die USA so fortzusetzen. Das Geld, was sie hatte, brauchte sie fürs Essen. Kleine Autos vermied sie, denn sie hatte das Gefühl, LKWs wären sicherer, da die Fahrer meistens weniger anonym sind. Die riesigen Werbeaufdrucke an den Großfahrzeugen verrieten meist, zu welcher Firma der Fahrer gehörte. Der erste Fahrer, bei dem sie alleine einstieg, brachte sie nach Ohio, spendierte ihr ein Lunch und fuhr dann weiter. Einige Tage später stand Vanessa erneut an einem Highway auf der Suche nach der nächsten Mitfahrgelegenheit. Nach einigen Minuten hielt ein großer Truck neben ihr, in dem ein Mann saß. Er muss ungefähr 40 Jahre alt gewesen sein. Er wirkte freundlich und Vanessa stieg auf den Beifahrersitz. Sie war kein Mensch, der überall eingestiegen wäre, aber dieser LKW sah sauber aus. Das Fahrerhäuschen war ordentlich und der Mann sah gepflegt aus. Sie fing an, sich mit ihm zu unterhalten und er antwortete freundlich auf ihre Fragen. Doch umso länger sie fuhren, desto mehr änderte sich die Art des Mannes. Er fing an, ihre Fragen zu ignorieren und das sympathische Lächeln auf seinen Lippen bekam etwas Kaltes und Dominantes. Plötzlich machte die Unterhaltung eine gruselige Wende und der Mann fing an, über ein totes Mädchen in einem Müllcontainer zu reden. Vanessa bekam Angst. Der Mann fuhr mit dem Truck auf einen Seitenstreifen nahe eines Waldes, zog ein Jagdmesser aus seiner Tasche und forderte Vanessa auf, in den hinteren Teil des LKWs zu gehen. Er wirkte nicht wütend oder aufgeregt, er war ruhig und schien genau zu wissen, was er da tat. Vanessa schloss in diesem Moment innerlich schon mit ihrem Leben ab. Sie hätte nicht gedacht, dass sie aus dieser Situation wieder entkommen könnte. Dieser Mann hatte etwas Furchtbares mit ihr vor. So viel war klar. Sie wusste, dass sie jetzt nur noch eine einzige Chance hatte und fing an zu reden. Du musst das nicht tun. Du hast die Wahl, ob du mir etwas antun willst oder nicht. Es ist alleine deine Entscheidung.
Der Mann starrte sie an. Es schien keinen Ausweg mehr für sie zu geben. Gerade als sie die Tür des Fahrerhauses öffnete, um hinten in den LKW zu gehen, rief der Mann zu ihrer Überraschung: "Lauf!" Das ließ sich Vanessa nicht zweimal sagen und rannte los, so schnell sie konnte, etwa 100 Meter. Dann versteckte sie sich in einem Gebüsch und sah zurück zu dem LKW. Er fuhr zurück auf die Autobahn. Vanessa zitterte am ganzen Körper und wartete, bis der Lastwagen aus ihrem Sichtfeld verschwand. Sie war entkommen. Warum hatte er seinen Plan nicht in die Tat umgesetzt und sie stattdessen laufen lassen? Vanessa meldete diesen Vorfall nie bei der Polizei, aber vergessen konnte sie dieses Erlebnis bis heute nicht. Und mittlerweile ist sie sicher zu wissen, bei wem sie damals mitgefahren war. ...1989, 4 Jahre nach Vanessas gruseligen Erlebnis mit dem Truckfahrer, verschwand ein junges Ehepaar aus den USA. Patricia Walsh und ihr Ehemann Douglas verließen im November 1989 ihren Wohnort in Seattle, um an einem religiösen Workshop in Georgia teilzunehmen. Das Paar hatte kein Auto und so beschlossen auch die beiden zu trampen. Doch sie sollten ihr Ziel niemals erreichen. Familie und Freunde versuchten die beiden erfolglos zu kontaktieren. Im Januar 1990 wurden die sterblichen Überreste von Douglas gefunden. Erst 2 Jahre später konnte er dann auch tatsächlich identifiziert werden. Im Oktober 1990 fanden Jäger einige Kilometer entfernt den leblosen Körper einer Frau. Dieser wurde jahrelang im Keller des Millard County Sheriff's Office aufbewahrt, bis man 2003 anhand moderner DNA-Tests herausfand, dass es sich um den Körper von Patricia Walsh handelte. Sie wurde vermutlich mehrmals angeschossen und starb infolge der Verletzungen. Wie sich bald herausstellen sollte, war das Ehepaar beim Trampen ebenfalls bei einem sympathisch wirkenden Truckfahrer eingestiegen. Doch der Mann im Fahrerhäuschen hatte keine guten Absichten. Douglas wurde sofort von ihm getötet. Patricia wurde eine Woche von ihm gefangen gehalten. In dieser Zeit war sie mehrfach gefoltert und vergewaltigt worden, bis auch sie dann getötet wurde. Kurze Zeit nachdem Patricia und Douglas umgebracht worden sein mussten, verschwand auch die 14-jährige Regina Kay Walters aus Texas. Sie war, ähnlich wie Douglas und Patricia, zusammen mit ihrem Freund Ricky Lee Jones unterwegs gewesen. Im September 1990 wurde Regina tot aufgefunden. Am 3. März 1991 wurde schließlich auch der leblose Körper von Ricky entdeckt. Dieser konnte erst im Jahr 2008 identifiziert werden. Zuerst tappte man auch in diesem Fall im Dunkeln und nahm an, dass Ricky seine Freundin Regina getötet hatte und dann sich selbst das Leben nahm. Dieses sollte sich jedoch später als ein Irrtum herausstellen. Ungefähr zur gleichen Zeit meldete sich ein 18-jähriges Mädchen namens Shayna Halls bei der Polizei und sagte, sie wäre 2 Wochen von einem Truckfahrer im LKW gefangen gewesen und missbraucht worden. Irgendwann war ihr Peiniger leichtsinnig geworden und hatte sie ungefesselt im Truck zurückgelassen. Vermutlich hatte er gedacht, sie wäre bereits emotional von ihm abhängig und würde sowieso nicht weglaufen, aber er sollte sich täuschen. Die Spur führte dann zu einem Truckfahrer namens Robert Ben Rhodes. Dieser wurde daraufhin festgenommen, aber Shannon weigerte sich plötzlich, ihn anzuklagen. Sie hatte gesagt, dass man ihr wahrscheinlich sowieso nicht glauben würde und sie das ganze Verfahren einfach zu viel Kraft kosten würde. Konkrete Beweise für die Anschuldigung gegen Robert gab es sowieso nicht und so ließ man ihn vorerst wieder laufen. Man hatte aber scheinbar zu diesem Zeitpunkt auch seinen Truck nicht näher untersucht, denn ansonsten hätte man etwas Grausames gefunden, aber wie gesagt, leider hat es anscheinend niemand gemacht. Erst einige Monate später sollte sich herausstellen, dass Robert Rhodes ein kaltblütiger und extrem brutaler Serienmörder war. Robert Ben Rhodes wurde am 22. November 1945 in Council Bluffs, Iowa, geboren. Sein Vater arbeitete als Soldat bei der US Army und war damals in Westdeutschland stationiert, weshalb dieser nur wenig Zeit für Robert hatte
und er hauptsächlich von seiner Mutter großgezogen wurde. Robert war als Kind und Jugendlicher in einem Footballteam, sang im Chor und besuchte den Französischclub und spielte zudem auch noch Schach. Also er war wohl als kleiner Junge nie besonders auffällig gewesen und soweit ich das gelesen habe, ist ihm nichts extrem Traumatisches bis dahin passiert. 1961, im Alter von 16 Jahren, wurde er das erste Mal auffällig und auch direkt verhaftet, weil er an einem fremden Fahrzeug herumgeschraubt hatte. Ein Jahr später wurde er erneut verhaftet, weil er Teil einer brutalen Schlägerei in der Öffentlichkeit gewesen war. 1964 schloss er die Highschool ab und trat dann der Marine bei. Noch im selben Jahr wurde sein Vater verhaftet, weil dieser ein 12-jähriges Mädchen sexuell belästigt haben sollte. Der Vater nahm sich dann in Untersuchungshaft das Leben. Das war dann natürlich schon ein sehr, sehr tiefer Einschnitt in Roberts Leben. Er hatte seinen Vater verloren. Sein mentaler Zustand verschlechterte sich. Bei der Marine versuchte er Halt und Anschluss zu finden, freundete sich dann aber mit den falschen Leuten an, denn diese planten schon bald einen Raubüberfall und überredeten Robert mitzumachen. Als sie den Plan in die Tat umsetzen wollten, lief allerdings einiges schief und sie flogen auf. Robert wurde daraufhin aus der Marine entlassen und er verlor seinen letzten Halt. Zwischen 1970 und 1980 soll er dann dreimal geheiratet haben und mit einer Frau auch einen gemeinsamen Sohn bekommen haben. Sein Geld verdiente er zu dieser Zeit mit Gelegenheitsjobs im Restaurant, als Kellner, im Supermarkt oder in einem Warenlager. Später wechselte er dann den Job, weil diese Jobs eben sehr, sehr schlecht bezahlt waren und wurde dann Truckfahrer, was wohl etwas mehr Geld eingebracht hatte. Sein ursprünglicher Wunsch soll es wohl gewesen sein, Polizist zu werden, aber diesen Wunsch konnte er sich nicht ermöglichen. Als Robert also nun als Truckfahrer tätig war, entdeckte er auch eine bestimmte Vorliebe. Robert fand Interesse an BDSM. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, bei BDSM wird eine bestimmte Praktik, ich weiß nicht, ob ich das Wort jetzt hier aussprechen kann, zwischen zwei oder mehreren Menschen nicht so ausgeführt, wie es wahrscheinlich der Durchschnitt macht, sondern mit mehr Gewalt. Dazu zählen zum Beispiel Fesselspiele, die Bestrafung des Partners mit einer Peitsche und so weiter. Und idealerweise sollte natürlich, wenn man BDSM-Praktiken ausführt, beide Partner damit einverstanden sein oder ja, alle, die dabei mitmachen sollen. Eine seiner Ex-Frauen sagte später über ihn aus, dass es ihn anmachte, wenn sie leidete und Schmerzen hatte. Zu einer Halloween-Party soll er sich damals als Sklave verkleidet haben und befahl seiner Frau, die Domina zu spielen und ihn an eine Kette zu fesseln. Nachdem er anfing, als Truckfahrer zu arbeiten, kam ihm die Idee, hinten in seinem Truck eine Art Folterkammer einzurichten, in der er dann diese BDSM-Praktiken mit verschiedenen Frauen ausleben konnte. Das war dann auch der erste Grundstein zu dem, was darauf Schreckliches folgen sollte. Wann immer er eine Frau am Straßenrand sah, die trampen wollte, hielt er an, spielte den netten LKW-Fahrer und ließ die Frauen oder Mädchen bei sich einsteigen. Nach einigen hundert Metern Fahrt stellte er sich dann meistens mit seinem LKW an den Straßenrand und schickte die Frauen in seine private Folterkammer, die er ja hinten in seinem LKW eingerichtet hatte. Viele soll er dort über Wochen gehalten haben, bis sie schließlich entkommen konnten oder von ihm getötet wurden. Wie viele Menschen er tatsächlich missbraucht oder getötet hat, bleibt wahrscheinlich für immer sein Geheimnis, aber vermutet wird, dass ihm mehr als 50 Mädchen und Frauen zum Opfer fielen. Und wenn ein Polizist ihn nicht durch Zufall bei einer weiteren Tat erwischt hätte, wären ihm wahrscheinlich noch viele, viele weitere Frauen zum Opfer gefallen. Es war früh morgens am 1. April 1990, als ein Polizist einen Lastwagen mit eingeschalteten Warnblinkern an der Seite einer Autobahn entdeckte. Er fuhr an den LKW heran und ging zum Fahrer, der sich später als Robert Rhodes entpuppte. Robert versuchte, den Polizisten abzuwimmeln, aber alles, was er sagte, wirkte auf den Beamten irgendwie merkwürdig und so wurde der Polizist ziemlich misstrauisch. Er hatte das Gefühl, dass der Mann, der vor ihm stand, irgendetwas Dunkles zu verbergen hatte. Als der Polizist dann schließlich einen Blick in den Lastwagen warf,
entdeckte er dort eine gefesselte Frau, die später als Kathleen Wine identifiziert wurde. Sie hatte Handschellen an den Handgelenken und schrie. Daraufhin wurde Robert verhaftet und zunächst wegen schwerer sexueller Übergriffe festgenommen. Sein Haus wurde durchsucht und man fand ein Foto mit einer jungen Frau darauf. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Person auf dem Bild Regina Walters war, die im Jahr 1990 zusammen mit ihrem Freund verschwand und später leblos aufgefunden wurde. Von dem Fall habe ich euch ja im Laufe des Videos schon erzählt. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch das merken könnt. Ich habe da zum Beispiel selber immer Probleme, wenn in einem Fall so viele verschiedene Namen fallen. Aber ich hoffe, ihr kommt da noch mit. Das Bild muss einige Tage oder sogar Stunden vor ihrem Tod aufgenommen worden sein. Robert hatte sie in eine verlassene Scheune gebracht und ihre Haare kurz geschnitten, sie dann dort auch missbraucht und gefoltert. Unter anderem zum Beispiel soll er ihr Angelhaken in die Haut und in den Intimbereich gebohrt haben. In ihrem Gesicht ist wirklich die pure Angst geschrieben. Und ich finde diese Vorstellung einfach unfassbar gruselig, dass dieses Mädchen da gerade um ihr Leben gebangt hat und er einfach ein Bild von ihr gemacht hat, was ihn wahrscheinlich auch noch total angemacht hat. Auch fand man ein Bild von Patricia Walsh und weitere von Mädchen, die bis heute nicht identifiziert werden konnten. 1994 wurde Robert wegen Mord ersten Grades an Regina Walters verurteilt und am The Nutt Correctional Center in Chester, Illinois, zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. 2005 wurde er dann noch wegen Mordes an Patricia Walsh und Douglas vor Gericht gestellt, jedoch wurden nur ein Jahr später die Anklagepunkte wieder fallen gelassen. Es gab anscheinend nicht genügend Beweise. Später kam er aus gleichem Grund noch einmal vor Gericht und bekannte sich nun schuldig. Nach dem Geständnis bekam er noch einmal eine lebenslange Haftstrafe. Robert Rhodes sitzt seitdem im Menard Correctional Center mit maximaler Sicherheit. Während seiner Zeit in Haft gestand er nach und nach weitere Taten, die ihm dann tatsächlich auch nachgewiesen werden konnten. Rhodes wird zusätzlich verdächtigt, zwischen 1975 und 1990 mehr als 50 Frauen gefoltert, vergewaltigt und getötet zu haben. Diese Annahme basiert auf Daten über seine LKW-Routen und Frauen, die in diesen Jahren verschwunden sind und das Profil seiner bevorzugten Opfer erfüllt haben. Heute ist Robert auch unter dem Namen The Truck Stop Killer bekannt. 2012 bekam die mittlerweile 42-jährige Vanessa, von der ich euch ja zu Beginn des Videos die etwas längere Geschichte erzählt habe, einen Link von einer Freundin zugeschickt. Es war ein Bericht über Robert Rhodes. Sie hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nie von Robert Rhodes gehört und so auch keine Ahnung gehabt, wer dieser Mann überhaupt ist. Als Vanessa einige Fotos von ihm im Internet entdeckte, war sie sicher, dass sie damals bei ihm mitgefahren war. Sie hatte dieses gruselige Erlebnis verständlicherweise bis heute nicht vergessen können. Die Frage, ob sie tatsächlich bei Robert Rhodes, auch bekannt als der Truckstop-Killer, mitgefahren war, ließ sie von da an nicht mehr los. Vanessa traf sich mit zwei ehemaligen FBI-Agenten, die in dem Fall ermittelt hatten, um an mehr Informationen zu kommen. Sie fragte sich einfach, wenn sie wirklich bei Robert Rhodes eingestiegen war, warum hat er sie entkommen lassen? Einer der FBI-Agenten, der als Profiler arbeitete, erklärte ihr, dass Robert Rhodes ein Mensch war, der gerne Spielchen spielte. Vielleicht wollte er sie damals jagen und hatte nicht damit gerechnet, dass sie es tatsächlich schaffte, zu entkommen. Außerdem wollte er seine Opfer immer wieder so an sich binden, dass es keine realen Fesseln mehr brauchte. Er war sehr charismatisch und wusste genau, wie man Frauen manipulieren konnte und vielleicht hat er auch einfach nicht damit gerechnet, dass Vanessa tatsächlich weglaufen würde, als er gesagt hatte, lauf. Vanessa war damals nie zur Polizei gegangen, auch aus dem Grund, weil sie Angst hatte, dass ihr niemand diese Geschichte abkaufen würde. Nun plagte sie allerdings das schlechte Gewissen und sie dachte sich, wenn sie vielleicht damals zur Polizei gegangen wäre, ja, und es tatsächlich Robert Rhodes war, dass man ihn dann vielleicht schon früher geschnappt hätte und einigen Frauen dieses grausame Schicksal von ihm ermordet und
gefoltert zu werden, erspart hätte. Später schrieb sie einen Brief an Robert ins Gefängnis und schilderte den Vorfall von damals und fragte, ob er dieser Mann gewesen war, der ihr fast das Leben genommen hatte. Er forderte daraufhin in einem Brief, dass sie ihn im Knast besuchen kommen sollte, aber niemandem sagen sollte, was damals zwischen ihnen passiert war. Auf dieses Angebot ging Vanessa nicht ein, stattdessen erhielt sie einige Wochen später einen weiteren Brief von Robert, in dem dann plötzlich stand: Ich bin es damals nicht gewesen. Vanessa ist sich jedoch inzwischen sicher, dass sie bei dem Serienkiller Robert Rhodes im LKW war und somit nur knapp dem Tod entkommen war. Ja, das war der Fall von Robert Rhodes, dem Truckstop-Killer. Lasst es euch eine Lehre sein und geht niemals trampen. Ich bin ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen, irgendwo Fremdes einzusteigen, weil meine Eltern mir das auch einfach so beigebracht haben, dass man einfach nicht in fremde Autos steigt, auch wenn man schon älter ist und so weiter. Aber vielleicht habt ihr das ja schon mal gemacht oder vielleicht denkt ihr auch, nach solchen Geschichten ist mir egal, ich werde das trotzdem machen. Also ich muss sagen, heutzutage ist, glaube ich, Trampen in Deutschland zum Beispiel auch gar nicht mehr so üblich. Ich weiß es nicht genau, vielleicht ist das auf Dörfern irgendwie anders. Ich komme ja auch von einem Dorf, aber ich kenne das irgendwie auch gar nicht so mit dem Trampen. Falls ihr irgendwelche Tramp-Geschichten von euch selber habt, schreibt die sehr gerne in die Kommentare. Vielleicht ist euch ja schon mal was Komisches oder Gruseliges passiert, als ihr in fremde Autos eingestiegen seid. Gebt lieber das Geld für einen Bus oder so aus. Es ist auf jeden Fall, ja, gefährlich. Man weiß einfach nie, wo man da einsteigt. Ich würde sagen, passt auf euch auf. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich gesund und munter wieder.